Ja, Leute, es geht dann mal wieder weiter mit Chantae. Wir sind immer noch in der Wüste, es ist immer noch nachts und wir sind natürlich ganz falsch gegangen. Diesmal wieder unbewusst, weil ich dachte, hier geht's wirklich lang, aber anscheinend muss ich doch durch die Leiter und durch die Höhle, um da durch die Wüste zu laufen, was ich irgendwie ein bisschen doof finde, weil hier überhaupt nichts war außer der Dungeon. Ich habe mir gedacht, toll, den ganzen Weg umsonst gelaufen, aber immerhin wissen wir jetzt, wo der blöde Dungeon ist und hier sind ja auch keine Mobs, das ist gut, das heißt, ich kann hier einfach durchlaufen. Das dürfte jetzt nicht allzu lange dauern. Und dann, ja, hoffen wir mal, dass wir die Oasis Town bald finden, weil irgendwie kommen wir sonst nicht weiter, ne? Ich kann hier zwar alles erforschen, aber was bringt mir das? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das diesmal nicht so ist. Oh Gott, nein, die Nagas sind wieder da. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, toll. Wenn ich jetzt sterbe, fange ich natürlich in der Wüste wieder an. Das ist auch nicht so gut. Da würde ich lieber in Scuttletown oder hier nochmal anfangen. Ja, lass mich einfach in Ruhe. Ja, das Ziel suchen. Wie soll ich denn ausweichen? Das ist doch unfair. Ist das nervig. Okay, klettern wir hier wieder runter. Dann sind wir so weit wie vorher auch. In der Höhle. Und Teufelchen. Noch ein Teufelchen. Komm her. Gib mir ein Herz. Ja. Lass dich treffen vor allem. Oh, nicht du, Shanta. Geh weg. So. Mein Gott, ey. Was ist denn so schwer? Jetzt habe ich eineinhalb Herzen noch. Oh, das ist doof. Das ist sehr doof. Nein, aber wenn wir Oasis Town nicht finden, dann kann ich zwar noch erforschen, diesen Tod. Cool. Aber, ich glaube nicht, dass mir das irgendwas bringt. Weil, aua. Oh, toll. So. Hast du nur das gleiche Angriffsmuster wie deine männlichen Kollegen? Ja, und du scheinst schwächer zu sein. Du hältst nur drei aus. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, da deine männlichen Kollegen halten mehr aus. Auch gut. Soll uns nur recht sein, wenn wir die Gegner nicht so stark haben, weil die machen ja nicht wirklich was. Also sie können uns nicht wirklich angreifen. Ja. Ich sagte, sie können uns nicht angreifen. So ein Blödsinn. Jetzt habe ich nur noch ein halbes Herz. Bitte, Wurm. Sei doch so lieb und... Hilfe. Hilfe. Ich will hier weg. Okay, die scheint aber nicht viel zu machen. Moment, dann machen wir mal so. Komm her, komm her, komm her. Ey, lass dich doch treffen. Wunderbar. Okay, kein Herz. Schade. Ah, oh, das ist doof. Das ist verdammt doof. Aber sei du doch so lieb und gib uns ein Herz. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Gib uns ein Herz. Nein, kein Juwel. Herz. Ich weiß schon, das so aus wie ein Blatt. Oh Gott. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Ah, warum hat die mich denn getroffen? Das ist doch zum... Oh nein, jetzt darf ich in der anderen Wüste wieder anfangen. Und ich fürchte, jetzt sind auch alle Mobs wieder da. Nicht gut, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Continue. Versuchen wir es mal. Ja, wir sind wieder hier. Toll. Springen wir über die Kakteen. Und hops hier hoch. Zum Palast. Okay, keine Mobs. Doch, da ist ein... Die Mobs sind wieder da. Oh nein. Und es wird Nacht. Toll. Aber vielleicht wird jetzt noch das... Oh Gott, geh weg. Ja, genau. Ha, du kannst nämlich nur auf dem Stein den Schwanz machen. Na? Stirb, 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 stirb. Vielleicht finden wir jetzt noch das ein oder andere Glühwürmchen. Das wäre natürlich auch vom Vorteil. Denn 12 brauchen wir ja, um das Ding zu erhellen. Ich frage mich, ob wir die überhaupt finden werden, alle. Boah, ein Grenadierkäfer. Ich weiß nicht, ob es ein Grenadierkäfer ist, aber ich nenne ihn jetzt einfach Grenadierkäfer. Aua. Und... Oh Gott. Okay, es geht nicht nur auf dem Stein, sonst geht auch hier, aber anscheinend müssen wir auf der gleichen Ebene sein, sonst funktioniert das nicht. Geh kaputt. Oh, wegen der Nacht halten wir viel zu viel aus. Was wächst da eigentlich im Hintergrund? Ich dachte, in der Wüste wachsen keine Pflanzen. Zumindest nicht solche, die sehen aus wie Seerosen. Sehr interessant. Aua. Ich habe schon wieder nur noch ein Herz. Das ist... Ja, genau. Ich habe ein Item verschwendet, das nicht mal aktiviert wurde. Und du hast mich noch getroffen. Ist klar, hier. Frisst meinen Morgenstern, du blödes Mistvieh. Guckt euch an, wie viel wir aushalten. Das ist doch nicht mehr lustig hier. Gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. Warum geben mir diese Gegner eigentlich so wenige Herzen? Oh,
ja, ein Herz. Das erste Herz seit langem. Und das ist natürlich direkt wieder zur Hälfte verliere. Komm, hier. Ich verschwende jetzt zwar die Dinger, aber... wenigstens kann ich damit die Gegner schön schnell besiegen. Bam, bam, bam. Okay, ich werde mir auf jeden Fall die Dinger wieder hier holen, weil die sind so viel geiler als die anderen Sachen, die ich hatte. Also hier zum Beispiel... Okay, ich hab's nicht mehr. Das ist eine komische, was ich dann so nach vorne gemacht habe. Und die Blitzwolken, die sind irgendwie nutzlos. Also, ne. Hier, aber im Gegensatz dazu, das hier einmal aktiviert. Ups, das war das Falsche. Oh, das war aber jetzt schön gewesen. Guck mal, bleibt stehen. Na, kommst du? Möchtest du mich? Danke, so. Blitzwolke, dann hast du wenigstens einen Einsatz. Triff ihn! Oh. Komm schon. Blitz! Jawoll! Getroffen. Okay, aber ich wechsle mal lieber wieder zu den Spike Balls, denn die sind ein wenig effektiver. Aber hier habe ich jetzt wenigstens auch einen Einsatz für die blöden Wolken gefunden. Wow. Ja, voll in den Kaktus. Aber wenigstens haben wir ins nächste Gebiet geschafft. Das ist echt... Ja, und die Naga wird uns jetzt töten. War ja klar. Weil mit den Zielsuchen bin ich geschossen, da kann ich nicht mal ausweichen. Deswegen... ja, genau, jetzt sind wir wieder hier in der Klemme. Komm, schnell, bevor du nochmal getroffen wirst. Nein! Oh, diese blöden Geschosse. Es gibt... Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, den auszuweichen? Ich bin einfach zu blöd, die zu sehen, oder... Nee. Wenn ihr eine Möglichkeit seht, die mit der ich... Oder wisst, mit der ich den Dingern ausweichen kann, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil... Ich weiß nicht, ob später noch Nagas kommen, eventuell, aber... Hierfür wäre es echt nützlich. So. Hüpf. Hüpf. Aber immerhin schaffe ich es jetzt hier durchzukommen, ohne in den Abgrund zu fallen. Das ist auch schon was. So habe ich wenigstens mehr Leben. Und wir haben jetzt 3 Leben. Das heißt, wir kommen hier weiter. Diesmal. Hoffentlich. Gib mir ein Herz. Okay, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Ich hatte gerade Besuch in meinem Zimmer und konnte deshalb nicht weiter aufnehmen, beziehungsweise nicht weiter reden. Deswegen, ja, entschuldigt das. Es geht weiter. Wir kämpfen weiter gegen Skorpionviecher, die uns viel zu viel Schaden machen. Blöde... Blöde Kuh, so. Ja, aber ich kann mir drüber springen. Immerhin etwas. Sandwürmer, die machen überhaupt nichts. Sie sind voll nutzlos. Ich kann sogar drüber springen. Ja, aber vielleicht gibt ihr mir noch ein Herz. Ich meine, ich kann ja mal träumen, ne? Ja, war ja klar. Aber immerhin, wir haben jetzt schon 100 Juwelen gesammelt. Ups, ups, ja. Warum kommt ihr so weit nach vorne? Das ist... Ich treffe sie und sie trifft mich dann, weil sie in mich reinläuft. Warum nehmen die eigentlich keinen Schaden, wenn sie in mich reinlaufen? Das wäre mal fair. Ich meine, was soll mir denn daran Schaden machen? Das ist... hat auch nur einen weiblichen Oberkörper. Genau wie ich. Deswegen... Komm, geht's, geht kaputt. Gib mir dein ganzes Geld und lass uns einfach durch. Du hast uns das letzte Mal getötet. Deswegen musst du jetzt sterben. Ey. Lass es doch endlich mal hier nach Oasis Town kommen. Ja, genau. So, komm, stirb. Bevor du uns töten kannst, stirb. Nee, noch ein Wurm. Irgendwie sind die Gegner hier ein wenig... nicht so spektakulär. Es ist zu eintönig, es ist zu lang. Ich mag es eigentlich zu erforschen, aber... und zu kämpfen, aber irgendwie... Ich bräuchte mal irgendwas, was meinen Zopf stärker macht. Oh, geil, wir haben es geschafft. Bitte lass jetzt hier Oasis Town sein. Eine Stadt, ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind hoffentlich in Oasis Town. Oasis Town, Town Gates, ja. So, Safe Room. Ich werde sofort speichern. Das ist ein cooler Wal auf dem Haus. Interessante Architektur. Hallo, Mann. Hello, Shantae. Would you like me to save a record of your travels? Any previous information will be forgotten, okay? Yes. Your game has been saved. Gut. Dann erforschen wir doch mal Oasis Town und schauen uns an, was wir hier so finden können. Das Badehaus, ja. Dem statten wir doch mal einen Besuch ab, denn wir haben nur noch ein halbes Herz. Und es kann nicht schaden. Ew. Ew. Hier waren immer so schöne Frauen. Wer bist du denn? Hi, Shantae. This is the place to revive those aching muscles and soak your worry. Okay, gehen wir mal weiter. Gehen ins Wasser. Oh, cool. Dampfwolken. Im letzten Badehaus waren hier nur so Blasen. Ich komme nicht über das Ding da.
ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Es hat Bartstoppeln, aber es sieht auch aus, als hätte es Brüste, deswegen. Okay, reden wir erstmal mit den Leuten hier. Hallo. West of here is a disgusting bog. By some freak of nature, the mountain runoff mixes with quicksand to make it stinky and hot. Be careful if you go that way. Okay, wenn wir nach links weitergehen, außerhalb der Stadt, finden wir da irgendwie so einen komischen Schlamm. Und der ist irgendwie eine Mischung aus Treibsand und noch irgendwas und stinkt erbärmlich. That young sky skin is sure as beautiful and a very skilled woman as well. I've never seen anyone handle warbirds the way... Was? Nochmal. That young sky sure is beautiful and a very skilled woman as well. I've never seen anyone handle the birds the way she does. Okay, Sky ist anscheinend eine Frau, die wunderschöne Haut hat und ihre Dings hier, Vögel, sehr gut behandelt und ziemlich gut im Umgang mit denen ist. Sehr interessant. West, okay, bla bla, der erzählt uns nur wieder vom Schlamm, mit dem haben wir schon geredet. Das ist ein bisschen doof, dass die Leute so hier umherlaufen. Das heißt, ich weiß nicht unbedingt, mit wem ich schon geredet habe, weil manche, wie zum Beispiel der hier, einfach rumlaufen. Oh, der hat eine Augenklappe. Hallo. Whiskey Boots used to visit here. She made us pay for swimming in the Oasis. That's one deranged lady. Wow, okay. Whiskey Boots war hier anscheinend schon mal und hat dafür gesorgt, dass sie dafür bezahlen mussten, in der Oase schwimmen zu dürfen. Sie wird mir immer unsympathischer. I won a million gems at the Gecko Match. The guy that lost them to me just didn't know when to quit. Okay, sie hat 1 Million Edelsteine in einem Gecko-Kampf gewonnen. Das möchte ich auch. Ich meine, 1 Million Edelsteine, damit kann man alles kaufen. Ja, bla bla, Risky Boots. Ich möchte mit dieser Frau da reden, die gerade da entlang gelaufen ist, weil... Oh, mit der habe ich auch noch nicht geredet. Exit Candy is really cool. Pop it in your sop and you'll zap back to the entrance of whatever labyrinth you're stuck in. Ja, er hat uns nur gerade die Funktionsweise von Exit Candy erklärt. Hm, haben wir schon geredet? Ach, okay, du erzählst uns nur was über Skype. Ja, weil Exit Candy essen wir und dann werden wir zum Anfang des Labyrinths teleportiert. Das war uns eigentlich aber auch schon bewusst. Mit dir haben wir noch nicht geredet. Ach doch, du hast die Millionen Gems gewonnen. Die Millionen Edelsteine. Aber wo ist jetzt? Hier, da bist du. Rede mit uns. There used to be a cool shortcut beneath the forest. Unfortunately, the tunnel became entirely overgrown. There must be some way to open it up again. Aha. Okay, es gab anscheinend eine Abkürzung im Wald, die allerdings zugewachsen ist. Und ich denke mal, da waren wir auch schon. Es müsste irgendeinen Weg geben, diese Abkürzung wieder freizuschalten. Interessant. Wenn wir damit einfach nach Oasis oder Watertown kommen, bin ich dabei. So, Waterhouse. Dann haben wir hier die Gecko Chamber. Die gucke ich mir jetzt mal an. Also wenn ich da auch 1 Million Edelsteine gewinnen kann, dann nicht schlecht.